Jo, moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Und heute ist es soweit, Call of Duty Black Ops Cold War ist da. Wir haben jetzt genau 17 Minuten nach 12. Warum bin ich so spät dran? Ganz einfach, weil es mir um eine Minute nach 12, als ich es gerade gestartet habe, erstmal abgekackt ist. Naja, konnte man ja nicht anders erwarten. Was soll's, jetzt sind wir auf jeden Fall da. Ist auch scheißegal, ob es eine Viertelstunde später ist. Wurscht. Wir haben es pre-geloadet auf die Festplatte inklusive aller Patches, von denen mehrere schon zu Beginn bzw. vor dem Start von Cold of War hier heruntergeladen wurden. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an und was es da so gibt. So, und da sind wir jetzt hier in dem Hauptmenü, wo ich gerade noch nicht reingekommen bin, um kurz nach 12. Da haben wir die Kampagne, Mehrspieler, Warzone, Zombies und den Shop. Und dafür, dass ich hier Previews schon irgendeinen Kack gemacht habe, keine Ahnung, habe ich irgendwas bekommen noch gerade, irgendeine Calling Card oder so, ist auch scheißegal. Ich würde sagen, wir starten mit der Kampagne. Eine Stunde Kampagne, dann eine Stunde Zombies, weil davon haben wir ja noch nicht so viel gesehen wie vom Mehrspieler. Und von der Kampagne auch nicht, wie vom Mehrspieler und dem Mehrspieler als letztes. Jetzt fangen wir erstmal an mit der Kampagne Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. Let's go! Und wir müssen jetzt hier neu starten, weil ich war gerade offline da schon drin. Wir machen das jetzt neu. Als Soldat. Das dürfte ausreichen. Das erste. Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen. Arash Kadivar und Kasim Javani. Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Zeit, klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnahmen geben. Ja. Dann stimmen wir uns auf das Ganze nochmal mit einem Schluck Milch ein. Ne? Hm. Oh ja. Ja, mal schauen, was uns das hier so Bist bringt. Bist du sicher, wir können der Polizei vertrauen, Adler? Der Kerl hat schon mehr für weniger getan. Er wird wegsehen. Schon mal Jared Butlers Synchronstimme, ne? Jared Butler und auch The Boys, der Butcher. Adler, schön, dass du da bist, Hans. Kennst du noch Mason? Sind wir frei, uns das Ziel zu schnappen? Kasim ist in seiner Wohnung, wird aber schwer bewacht. Ich ziehe meine Männer für höchstens 15 Minuten ab. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, Hans. Okay, Woods kribbelt in den Fingern. Gönnen wir ihm das Vergnügen. Tja, da sind wir drin. In der PS4 Pro-Version von Call of Duty Black Ops Cold War. Sehr viel Neonlicht, sehr viel grelles Licht, das hier alles übertüncht. Kann man grafikmäßig jetzt noch nicht viel zu sagen. Die
Kollegen, die uns gerade gegenüberstanden, waren sehr detailliert modelliert. Ich muss sagen, dass Modern Warfare mir sehr gut gefallen hat von der Grafik her. Auch von den Missionen her waren einige super Sachen dabei. Wie zum Beispiel mit dem SEAL-Team oder mit dem Special Ops-Team in das Haus. In London war das, glaube ich, ne? Ja, das Haus zu säubern, das war super. Eine super Atmosphäre. Ah, mal gucken, wie es hier abgeht. So, was haben wir denn hier? Aha. Black Ops Waffen, MP5, AK-74 und was ist das hier? Milano, was ist das? Das ist wieder irgendwas, wofür man keine Lizenz hatte. Das haben wir in Modern Warfare auch schon gehabt, ne? Da hieß dann das G36MG plötzlich Holger. Was ja wirklich absolut hilarious ist. Was ist das denn hier? Das ist... keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Naja. Wir bleiben mal ganz bodenständig deutsch, ne? Nehmen mal die MP5. Eckler und Koch. Machen wir nichts falsch, ne? Kann ich das jetzt mal nehmen hier bitte? Nein? Doch. Ja. Die nehmen wir mal. Der Pisser glaubt wohl, er wäre sicher. Das Stück Scheiße mag ja viel sein. Aber nicht in Sicherheit. Brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Adler? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Hier? Rotlichtbezirk? Oh ja, tatsächlich. Was sind wir denn hier? Sind ah, okay. Ja, ja. Ik heb geen probleem. Nee, nee ik heb geen probleem. Zo lelijk eruit. Poef, en hij stinkt ook. Hey. Oké. Konzentrieren wir uns mal auf die Mission. Kann ich leider nicht sprinten. Hans gibt uns 15 Minuten. Wir müssen Kasim hart und schnell treffen. Los geht's. Ja, dann. Helfen wir ihm, das neue Jahr zu läuten. Granatic. Los, los, los! Oh! Was, Kasim? Feinde, schwer auszumachen, sehr dunkel hier. Trefferfeedback ist auf jeden Fall sehr gut. Nehmen wir mal, was haben wir hier noch? Ne? Kann ich jetzt mir auch hier die Waffe angucken? Nein. Ah, nehmen wir mal die Shotgun hier mit, ne? Kasim darf nicht entkommen! Sucht ihn! Oh. Das war Kasim. Den hätte ich nicht töten dürfen. Hoppla. Bewegung. Schalten. Körperschild. Rücken. Halten. Schön brutaler Nahkampfkill. Akkurat die Waffe, also. Kann man
natürlich nicht beschweren. Er haut ab! Bleibt an ihm dran! Meine Güte, ist der Typ schnell! Los, los! Ah, eine Slow-Mo-Sequenz, ja. Es gibt kein Entkommen, Kasim. Einigen wir uns. Du darfst, Mason. Hey, halt! Halt! Nicht! Ich mach nur das Geld! Keine Ahnung, wo Arash ist! Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Ihr Amerikaner trägt! Ihr habt Regeln! Du hast Geiseln genommen. Das ändert die Regeln. Mach was auf die Harte, ne? Es wird doch kein. Er trifft jemanden beim Traps und Flugplatz. Morgen. Ich weiß es nicht. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. Wenn ich mich entscheiden muss, hier runterzuschmeißen? Freilassen? Tatsächlich. Tschüss. Einer erledigt, einer übrig. Ich krieg den nächsten. It's Cold War, man. Hudson. Arash ist ein Arschloch weniger auf der Welt. So ist das. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein. Flugplatz direkt voraus. Dann suchen wir den Scheißkerl. Oh, er sieht auch aus wie The Butcher, ne? Wie Butcher aus The Boys. Guck, die zweite Staffel. Er sieht genauso aus. Naja. Oh, Sniper. Schiene Feuermodi? Nein. Sieh mal. Was von Arash? Das ist er nicht. Nein. Truck nähert sich. Linke Seite. Arash könnte im Wagen sein. Kann sein Gesicht nicht erkennen. Was zur Hölle? Er hat alle im Wagen kalt gemacht. Das muss Arash sein. Nicht feuern, wir brauchen Bestätigung. Das ist auch wieder eine geile Synchro, oder? Das ist er. Was zur Hölle? Weiß ich natürlich nicht, ob man den überhaupt töten kann beim ersten Mal. Glaube ich nur verkackt hab. Aber das sieht mir eher so aus, als wäre es gescriptet, oder? Okay, nachladen geht auch wieder ohne aus dem Optik zu gehen.
Okay, dann sniped und schaltet es in eine Slow-Mo. Explain, let's prüfen. Und verkackt. Fuck! Ja. L3 für einen kleinen Schub. Okay. Wow! Okay. Ich hab's noch nicht drauf, anscheinend. Aber das RCDC oder RCXD ist wieder da. Oh la la la, come on. Let's go. Zerstör das Fahrwerk. Steuert sich aber ein bisschen träge. Unter das Flugzeug. Schnell, bevor es abhebt. Kennt ihr diese Spiele, die man spielt einfach so drauf los und dann muss man 3000 Mal dasselbe versuchen, weil man gar nicht weiß, was los ist? I love it. Not. So, beschleunigen, nach vorne. Ja, ist mir klar. Zerstör das Fahrwerk! Unter das Flugzeug! Viel zu hektisch, viel zu übertrieben. Du machst eigentlich gar nichts. Im Grunde ist eigentlich eine Rail-Shooter-Sequenz, in der du nicht wirklich Einfluss hast. Du hättest die Geiseln freilassen sollen, Alter! Ja, Geiseln. Es ging hier niemals um die Geiseln. Sein Plan ist ein Lauf. Ihr könnt ihn dieses Mal nicht aufhalten. Wen aufhalten? Perseus. Bullshit. Perseus ist tot. Tot? Diese ganze Zeit und ihr wusstet nicht. Perseus wird zuschauen, wie der Westen. Hudson wird das wissen wollen. Sucht nach Überlebenden und dann ab nach Langley. Wer zum Teufel ist Perseus? ...1943. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan Project aus Los Alamos. 1943
1968, der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen. Vor fünf erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. Wir wissen auch, dass er mehr Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Er ist einer der wenigen, die es nur annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Müssen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Er sieht aus wie Butcher. Er sieht aus wie Butcher. Jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das die freie Welt verändern wird. Und jetzt Trump. Mr. President. Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Yep, den Arsch in Hals. Hier spricht Hans. Wie lange, bis wir eine Spur zu Perseus haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen. Ach so, jetzt kann ich mir hier selber Namen geben und alles. Sorry. Tja, keine Ahnung. Bleiben wir bei geheim. Achso, können wir nicht. Ja, dann nehmen wir die Engländer.
Psychologisches Profil. Paranoid. Also mal Wolf. Achso, da haben wir jetzt schon hier. Oh je, jetzt muss ich ja schon wieder gucken hier. Mir auswähle. Also. Ziegel finde ich um 100% erhöht. Kugelschaden wird das hier erhöht. Schnell aufs Nachladen ist immer gut. 25% mehr Gesundheit, ja. Was nehmen wir denn da jetzt? Alles Bewährungshilfe beim Einsatz jetzt berichtet. Das nehmen wir jetzt mal. Es geht hier ja nur um den Story-Modus, ne? Dieses Feuer aus der Hüfte, erlittener Schaden außerhalb der Bewegung. Feuerrate 50% erhöht. Ich meine, das ist auch für höhere Schwierigkeitsgrade wahrscheinlich wichtig, was man da wählt, aber für uns erstmal nicht so. Gesundheit 50% erhöht. Nachladetempo, ja, das nehmen wir genau. Ja. Alles klar. Das ist schon fast rollenspielmäßig hier. Rollenspielcharakter. Bell. Willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Fangen wir an. Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Ja, das haut mich jetzt so grafisch noch nicht vom Hocker hier. Ich habe so das Gefühl, es ist eine dieser typischen Call of Duty-Spiele, das ist genauso wie bei Ghosts, wo die Current-Gen-Version okay war und dann bei der Next-Gen-Version hast du dann gesehen, yo. Und das werden wir dann in einer Woche erfahren, ne? Weil das haut mich jetzt hier nicht vom Hocker. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Bell, hier kommst du ins Spiel. Deine MI6-Erfahrung hat unserem Team in Vietnam geholfen und jetzt zähle ich wieder darauf. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Das reicht. Sims sucht den Rest von dir aus. Danke, Agent Azulay. Medizinische Ausrüstung ist im Hinterzimmer. Okay. Also kein Entkommen, das haben wir umgezockt, ne? 1 von 1 Objekte gesammelt. Das ist jetzt hier die nächste Mission. Jetzt bei Beweise untersuchen, was können wir da jetzt machen? Reinzoomen, uns das angucken. Können wir es auch drehen? Kann man auch. Ja. Hat das dann irgendeine Bewandtnis? Hmm.
Okay. Dann starten wir die Mission. Also gut, Bear. Gehen wir zurück nach Vietnam. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp, eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw? Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Gut, diese Erinnerungen brauchen wir. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist irgendwo. Denk dran, wir hatten eine Mission. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell, Zeit zum Aufstehen. Es geht los. Okay, welcome to Full Metal Jacket. Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Kommt mir auch so ein bisschen bekannt vor, ne? Aus previous sicher. Call of Duty Spielen. Ah, hier werden irgendwie Footballs geworfen, da war ein Basketballcourt. Hey, was macht der Arm? Da erinnere ich mich noch dran. Immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Hey Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Bell, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los! Gas geben und hochziehen! Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten. Wir spalten uns von der Armada ab, ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil... Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Schock 2, einheizen! Da, im Glockenturm! Scheiße, ja! Konzentrier das Feuer auf den Hof!
nicht, Herr. Ziehen wir es durch. Bist du sicher, Adler? Die Straßen sind nicht gerade leer. Eure Priorität ist die Sicherung von Daten. Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Hörst du das? Du bist dran, Bear. Öffne die Tür. Fretchen! Adler, wir bestätigen. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bear, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Mission erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir ab. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln. Tja, Leute, also... Das ist bis jetzt ja nun mal aller... unterste Schießbuden-Kategorie. Alles klar. Zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht. Von vergangenen CODs, also... Also da war Modern Warfare aber eine ganz andere Kategorie. Das hier ist ja wirklich... Ihr habt es ja gesehen, ne? Soldatenschwierigkeitsgrad, ich renne einfach durch aus der Hüfte auf die. Also, das ist wirklich. Also, das ist ja. Das storytechnisch nicht irgendwie was ganz vom Hocker reißen würde. Kann ja noch kommen, aber bis jetzt ist es wirklich. Ganz schön low. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Vietcong brechen durch. Wie ist der Status?
Wir kommen, Ripcord. Mach die Fracht frei für Transfer. Roger, 9-1. Wir halten die Fracht so lange wie möglich sicher. Ripcord, Ende. Also das ist ziemlich unterste Kategorie bis jetzt. Okay. In den Bergen sind überall Vietcong. Jetzt kann man eine Helikopter-Flyte führen. Alle Ziele sind bestätigt. Aufhalten, Bär! Ziel auf die Höhen! Also auch das reißt es jetzt auch nicht gerade raus, ne? Also so eine kleine Helikopter-Flugmission jetzt dann nochmal einzubauen, so ein Arcade-Shooter hier. Also das ist bis jetzt ziemlich arm. 9-1 ist in der Luft. Tut mir leid, also. In den Bergen sind überall Vietcong. Keine Zivilisten hier. Alle Ziele sind bestätigt. Aufhalten, Bär! Ganz arme Schießbude. Das ist wirklich, also das ist echt furchtbar. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist wirklich, das ist wirklich sowas von Kacke. Sorry, aber das ist weder spannend noch macht das Spaß oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur arm. Oh, furchtbar. Gehen wir. Jetzt. Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Witz sein, Edler? Eine Absicherung, mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht.
Adler. Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden. Ich brauchte nichts machen, ich musste nur von links nach rechts ziehen und Dauerfeuer halten, also... Nee, Leute. Also an dieser Stelle mal einen kleinen Cut, also ganz ehrlich. Bis jetzt, die Kampagne, fast eine Stunde rum, ganz armselig, nicht spannend, komplett zusammengeschustert aus vorherigen Kampagnen. Nichts Neues. Sieht noch nicht mal besonders gut aus. Und sorry, nur, dass man jetzt mal einen Helikopter steuern kann. Man muss einfach nur Dauerfeuer, jetzt gerade, das habt ihr ja gesehen, nur Dauerfeuer draufhalten. So, ich meine, wenn man jetzt einen dramatischen Moment damit kreieren kann, okay, aber in diesem Moment, nein, das war nicht dramatisch und das macht auch keinen Spaß. Das ist einfach nur draufhalten, die Kampagne einfach mal so durchrotzen. Ich hoffe, dass der Rest der Kampagne nicht so ist, dass man einfach nur wieder so durchläuft, weil man gar keinen Bock hat auf die Kampagne. Weil bei Modern Warfare hat es wirklich Spaß gemacht, also beim letzten Titel. Und es sah auch verdammt gut aus und es hatte Abwechslung zu bieten. Mal gucken, das ist jetzt natürlich nur der erste Eindruck, aber bis jetzt, also das ist wirklich ganz große Grütze, was bis jetzt zu sehen war und was ich bis jetzt gespielt habe. Das ist wirklich, ihr habt es gesehen, ne? Durchrennen, Schießbude. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, ja, dann spiel doch mal auf Veteran. Ja, wozu denn? Wozu denn? Ich spiele auf Soldatenschwierigkeit, also auf normaler Schwierigkeit und du kannst einfach durchrennen, aus der Hüfte feuern und nein, also sorry, das ist so, nee, für mich nix. Egal, das ist nur der erste Eindruck. Wir werden auf jeden Fall das Spiel noch weiter spielen, natürlich im Story-Modus, den werden wir durchspielen. Dann mal gucken, ob ich noch ein Video dazu mache. Als nächstes sind die Zombies dran. Dann schauen wir mal, Zombies hatten wir ja zuletzt nicht. Mal gucken, was es da so gibt. Und dann natürlich der Multiplayer. Ne? Und da ist ja noch einiges an Potenzial. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon einige Titel, wo man wirklich die Kampagne wirklich nur so durchgelaufen ist, weil man es halt mal so gemacht hat und dann, naja. Ne? Ich muss sagen, dass ich hohe Erwartungen hatte, weil eben Modern Warfare die Kampagne mir sehr gut gefallen hat, sehr tolle Spannungsmomente zu bieten hatte. Aber das kann ja nicht in jedem Spiel so sein. Was noch zu erwarten ist dann die PS5-Version. Ich habe natürlich das Next-Gen-Bundle und dann gucken wir mal, was dann die PS5-Version zumindest grafikmäßig noch so draufpackt. Bis dahin mache ich hier jetzt mal Schluss, weil ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Tut mir echt leid, ich möchte jetzt eine Runde Zombies zocken und das sehen wir dann im nächsten Video. Leute, bis dahin wünsche ich euch was, beziehungsweise bis gleich. Alles Gute, euer Robinson.